Herzlich willkommen zur Vorlesung Algorithmen und Handel. Wie Sie sehen, sind wir in unserer Vorlesung fast am Ende. Wir sind im vorletzten Kapitel angekommen und in diesem Kapitel beschäftigen wir uns ein bisschen näher mit dem Begriff von Algorithmen und mit dem eigentlichen Handel bzw. den Handelssystemen von Finanzinstrumenten, bevor wir die Veranstaltung mit einem Ausblick in die Forschung in unserer letzten Vorlesung abschließen werden. Was machen wir in dieser Veranstaltung zusammen? Ich gebe Ihnen eine kurze Einführung, eine Abgrenzung und einen Überblick, was wir im Themenbereich der Algorithmen und des Handels denn eigentlich machen werden. Danach sprechen wir über Algorithmen, Handelssysteme, einen etwas größeren Überblick über die Regulatorik und die Bankenaufsicht, die eben diese Bereiche auch tangieren. Danach werde ich einen ganz knappen Überblick über Handelsstrategien geben und nochmal ein paar Worte zu algorithmischem Handel verlieren, bevor wir die Vorlesung abschließen werden. Einführung, Abgrenzung und Überblick. Was machen wir denn in diesem Kapitel? In diesem Kapitel wird ein Überblick über das Themenfeld der Algorithmen, algorithmischen Handels- und Handelssystemen gegeben, sowie Auszüge aus der Banken- und Kapitalmarktregulierung vorgestellt. Das ist das, was ich gerade eben schon mal gesagt habe. Ich werde es hier nicht schaffen, Ihnen einen tiefgehenden Einstieg zu gewähren. Das würde den Kursumfang garantiert übersteigen und das wäre auch zu viel des Guten. Es soll jedoch genug sein, damit Sie einen hinreichenden Überblick bekommen und in der Lage sind, sich selbstständig weiterbilden zu können. Und das nächste, wo ich Sie leider enttäuschen muss, ist, wir werden keine Handelssysteme auf algorithmischer Basis in Python schreiben. Das ist für einen Kurs, in dem ich keinerlei Programmierkenntnisse und sonstiges Vorwissen voraussetze, einfach zu viel. Wenn ich jetzt mit Ihnen anfangen würde, komplexe algorithmische Handelssysteme selbst zu schreiben, dann passt das nicht mehr in den Rahmen, den ich mir für diesen Kurs gesetzt habe. Daher möchte ich das entschuldigen. Das heißt, ich fasse das nochmal zusammen. Ich gebe Ihnen einen schönen Überblick über Algorithmen, Handel und Handelssysteme. Und Python-Code finden Sie als Quelle im Moodle-Kurs, aber wir werden hier kein explizites Python-Coding-Video mehr durchführen. Wir beginnen unseren Einstieg in das Themenfeld der Algorithmen einfach mal damit, woher denn dieser Begriff überhaupt kommt, was ist die Wortherkunft, woher stammen Algorithmen denn überhaupt? Und das Wort Algorithmus kommt aus dem Persischen, aus dem 9. Jahrhundert, wurde dann aus dem Indischen adaptiert und die ursprüngliche Bedeutung besteht in der Einhaltung arithmetischer Rechenregeln unter der Verwendung des indisch-arabischen Ziffernsystems und ab dem 12. Jahrhundert wurde das aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt und zwar durch Leonardo da Pisano, auch bekannt als Fibonacci, der hier ein Buch geschrieben hat, das sogenannte Liber Abaci, in dem das Ganze festgeschrieben wurde und danach hielt das Ganze auch Einzug in Europa. Ich habe hier mal noch einen kleinen Filmausschnitt dabei, in dem das nochmal ganz kurz erläutert wird. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi is the fantastic author of Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala, which is a compendium on advanced calculations serving as the foundation of modern-day algebra. It was translated into Latin in the 12th century. Al-Khwarizmi's writings introduced Hindu-Arabic numerals and the concept of algebra into European mathematics. Wie Sie sehen können, geht der Begriff des Algorithmus schon sehr weit zurück und hat auch auf unserem Planeten eine ganze Rundreise vorgenommen. Und jetzt stellt sich uns die Frage, was ist denn eigentlich ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen und besteht aus endlich vielen wohldefinierten Einzelschritten. Und daher sind diese auch in ein Computerprogramm implementierbar. Das haben wir im Laufe dieser Veranstaltung mittels Python-Code schon ausführlich bearbeitet und auch durchgeführt. Und Problemlösung liefert eine bestimmte Ausgabe entsprechend einer bestimmten Eingabe. Das haben wir auch schon gemacht. Wir geben einem Computerprogramm einen Input. Der führt dann nach uns definierten Regeln, wohldefinierten Einzelschritten, eine Berechnung durch und löst uns ein Problem. Hoffentlich klammern wir mal Debugging und es funktioniert nicht aus.
und dann erhalten wir eben eine bestimmte Ausgabe und das ist eben ein Algorithmus. Es existieren verschiedene Berechenbarkeitsbegriffe in der theoretischen Informatik. Hier geht es dann darum zu definieren, wann ist denn überhaupt ein Problem berechenbar, was verstehen wir unter Berechenbarkeit und was hat es damit auf sich. Hier gibt es verschiedene Begriffe, die Turing-Maschine, Registermaschinen, da gehört zum Beispiel der RAM in Ihrem Computer dazu, das Lambda-Kalkül, das haben wir auch schon gehabt, Lambda-Funktionen sind so quasi der Ursprung der ganzen modernen Computerprogrammierung. Dann haben wir rekursive Funktionen, da können Sie zum Beispiel Fraktale nennen, die rekursiven Generationsgesetzen folgen. Wir haben die Chomsky-Hierarchie, über die sprechen wir nachher nochmal genauer. Und wir haben Markov-Algorithmen, da haben wir auch schon einige kennengelernt. Und wir beginnen jetzt aber erst einmal mit dem ganz klassischsten Begriff, den es einfach so gibt, und zwar der Turing-Maschine. Was ist das denn eigentlich? Das ist ein Rechnermodell der theoretischen Informatik, welches die Arbeitsweise eines Computers modelliert und besonders einfach zu analysieren ist. Computer ist hierbei als mathematisches Objekt zu verstehen und nachdem wir hier ein mathematisches Objekt vorliegen haben, können wir das natürlich auch mittels mathematischer Methoden untersuchen. Ich habe Ihnen unten mal zum Beispiel ein fleißiges Biber-Modell hinzugefügt, in dem es darum geht, so viele Einsen wie möglich zu erreichen. Kern der Geschichte ist es einfach, dass ein Computer sehr schwierig zu fassen ist, nachdem er aus mechanischen Einzelteilen besteht und die Turing-Maschine eben hier ein Modell liefert, mit dem man arbeiten kann und bevor man irgendetwas in die Hand nimmt, auch sagen kann, ist denn ein Problem berechenbar? Können wir das berechnen? Und können wir einen Computer überhaupt modellieren? Gibt es eine abstrahierte Modellierung eines Computers an sich, mit dem man in der theoretischen Informatik arbeiten kann? So, wie definieren wir denn jetzt nun einen Algorithmus? Ein Algorithmus ist eine Berechnungsvorschrift zur Lösung eines Problems, die genau dann Algorithmus heißt, wenn eine zu dieser Berechnungsvorschrift äquivalente Turing-Maschine existiert, die für jede Eingabe, die eine Lösung besitzt, stoppt. Was heißt das jetzt über den Kamm geschert? Wir geben einem Computer oder eben unserem Turing-Maschinenmodell einen Input und wenn der rechnet dann, tut Dinge und wenn er eine Lösung gefunden hat, eine Ausgabe generiert hat, dann hört er auf. Das ist das, was wir im Python-Code auch gesehen haben. Wir geben unserem Python-Code eine Zeitreihe zum Analysieren, dann analysiert unser Programm diese Zeitreihe, gibt uns ein Bildchen aus und sobald ein Ergebnis erzeugt wurde, hält das Programm an und rechnet nicht einfach weiter. Das ist genau das, was wir hier als, ich sag mal, sehr generelle Definition eines Algorithmus sehen. Sprechen wir doch nun einmal kurz über den Begriff der Chomsky-Hierarchie. Das ist eine Hierarchie von Klassen formaler Grammatiken, die formale Sprachen erzeugen. Das heißt, wir entlehnen uns hier ganz, ganz kurz in die Sprachwissenschaften. Und zwar, was ist die Chomsky-Hierarchie? Für was brauchen wir das denn? Das ist eine Differenzierung durch Rigidität der Einschränkungen für die Form zulässiger Produktionsregeln auf der jeweiligen Stufe dieser Hierarchie. Das klingt jetzt sehr abstrakt, das ist sehr hoch in der Betrachtungsebene. Was bedeutet das denn? Es gibt Grammatik, das kennt jeder von Ihnen, der schon mal eine Fremdsprache oder die eigene Sprache gelernt hat. Und hier gibt es verschiedene Ebenen. Da gibt es eine Hierarchie dieser Grammatiken, wie aussagekräftig und wie restriktiv diese Grammatiken generiert sind und gestrickt sind. Und man kann hier verschiedene Typen differenzieren von Typ 0 bis Typ 3. Typ 0 ist hier rekursiv aufzählbar, da gehört unsere Turing-Maschine auch dazu. Dann gibt es kontextsensitive, kontextfreie und reguläre Grammatiken. Ich werde hier nicht genau darauf eingehen. Wichtig für uns hier im Themenfeld der Algorithmen ist, dass eine Turing-Maschine eben rekursiv aufzählbar ist und somit zum Typ 0 Grammatik gehört. In der Chomsky-Hierarchie sollten Sie das jemals nochmal sehen oder damit arbeiten müssen. Welche Eigenschaften hat denn jetzt nun ein Algorithmus? Er muss determiniert sein, das bedeutet, wenn ich ein Computerprogramm ausführe und es kommt die Zahl 42 raus, wäre es schön, beim erneuten Ausführen wieder die Zahl 42 zu erhalten. Das heißt, ich möchte von vornherein wissen, was da rauskommt und ich möchte, dass, wenn ich es wiederholt ausführe, immer wieder dasselbe Ergebnis haben. Das nennt sich Determinismus
und wir möchten hier keine chaotischen Systeme haben. Wir möchten hier nicht haben, dass, wenn ich die Anfangsbedingungen nur infinitesimal ändere, ich völlig andere Ergebnisse herausbekomme. Das wollen wir hier nicht. Wir wollen, dass ein Algorithmus determiniert ist. Wir möchten, dass er finit ist, das heißt, dass er nach endlich vielen Schritten aufhört zu rechnen. Wir möchten, dass er ausführbar ist, das heißt, dass wir ihn überhaupt berechnen können, das heißt, er muss berechenbar sein. Er soll terminiert sein, das heißt, er möge doch bitte in endlich vielen Schritten zu Ende sein. Und er möchte bitte effektiv sein, das bedeutet, dass man eindeutige Arbeitsanweisungen oder Arbeitseinzelschritte im Algorithmus gegeben hat. Ich gebe Ihnen jetzt im Folgenden einen Überblick über Algorithmen und ich werde Ihnen verschiedene Klassen von Algorithmen grafisch vorstellen und ich habe Ihnen auch diejenigen Algorithmen, welche wir hier im Laufe des Kurses schon kennengelernt haben und auch mit Python Code implementiert haben, in blau hervorgehoben. Die komplette Übersicht außerhalb dieses Videos lade ich Ihnen in Moodle hoch und für diejenigen, die diesen Kurs hier verfolgen, ohne im Moodle-Kurs angemeldet zu sein, ich habe Ihnen hier einen Link hinterlegt, der führt zu meiner Webseite, da habe ich Ihnen diese Übersicht zum Download auch nochmal zur Verfügung gestellt. Ich werde jetzt hier im Folgenden Ihnen diese Übersicht zeigen, ich werde hierzu allerdings in mein anderes Grafikprogramm springen, in dem ich Ihnen das schrittweise zeigen kann. So, nun sind wir im Übersichtsprogramm. Sie sehen hier erst einmal eine Aufschlüsselung von Klassen von Algorithmen. Hier sind verschiedene Verfahren in Kategorien, in Gattungen von Algorithmen aufgeteilt. Wir haben hier Geometrie und Grafik, andere graphentheoretische Darstellungsalgorithmen. Wir haben die Kryptographie, Klassifikation, kalendarische Algorithmen, Algorithmen der Bioinformatik, Prüfsummen, Kompressionsalgorithmen, Komplexitätsalgorithmen, maschinenfähige Algorithmen, numerische Verfahren, sonstige algorithmische Verfahren, Clusteranalyse, Problemstellungen, Taktik- und zahlentheoretische Algorithmen, Suchalgorithmen und Sortierungsalgorithmen. Zu den Sortierungsalgorithmen habe ich Ihnen jeweils auch nochmal ein paar Videos mitgebracht. Das ist ganz interessant. Ich beginne mal den Überblick hier einfach mal in der Geometrie und in der Grafik und wir klappen das hier jetzt einfach mal aus. Wir sehen hier, wir haben in den Algorithmen, die für die Geometrie und die Grafik zuständig sind, Rasterungen, den Brasenham-Algorithmen, de Castellao-Algorithmen, Foodfill, Marching Cubes, Parabolics und noch viele anderen. Wir haben konvexe Hüllen-Algorithmen, die wir hier nochmal ausklappen können. Dann sehen wir, wir haben hier die Quick-Hull, Graham Scans, die Gift-Wrappers oder sogenannte Jarvis March, konvexe Hüllen, Geometrie- und Grafikalgorithmen, so können Sie diese Grafik hier lesen. Und wir haben Chance, konvexe Hüllen und wir haben hier oben in den Rasterungen noch einige, und zwar für Linien, Polygone und Kreise. Sie müssen bitte beachten, dass das zwar eine größere Übersicht ist, die jedoch auf keinen Fall in irgendeiner Weise den Anspruch auf Vollständigkeit inne hat. Wenn wir jetzt weitermachen mit den graphentheoretischen Konstrukten, dann haben wir diese Algorithmen kürzester Pfade, wir haben Spannbäume, maximale Netzwerkflüsse, Steinerbaumprobleme, Graphensuche und Probleme des Handlungsreisenden, die können wir hier wieder untergliedern. Bei den kürzesten Pfaden, ich denke, der bekannteste ist hier der Asterix-Algorithmus und der Dijkstra-Algorithmus, die können Sie sich hier in Ruhe mal ansehen. Bei den Spannbäumen haben wir hier den Kruskal-Algorithmus, der ist, denke ich, auch noch einigen ein Begriff. Bei maximalen Netzwerkflüssen haben wir den Goldberg-Tarjan-Algorithmus, den der ein oder andere bereits schon benutzt hat. Wir haben hier das Steinerbaum-Problem, hier gibt es vor allem den Ameisen-Algorithmus, den man vielleicht kennen könnte. Bei der Graphensuche hier haben wir Breiten-, Tiefen- und iterative Tiefensuche. Bei der Problem des Handlungsreisenden gibt es ja auch einige, relativ viele, die man vielleicht kennen könnte, vielleicht in MST, die MST-Heuristik, die könnte man vielleicht kennen. Wie Sie sehen können, dieser Baum hier wird schon relativ schnell, relativ groß und ich führe Sie hier einfach mal schrittweise durch. Den Teil, den wir hier leider in der Vorlesung nicht abgehandelt haben, der aber in Zeiten von Informationsverarbeitung und Internet immer relevanter wird, ist der Teil Kryptographie und hier gibt es spezielle Verfahren, Hybridverfahren und symmetrische und asymmetrische Verfahren.
Wenn wir jetzt nun bei den Secret-Key-Kryptologie-Systemen, also bei den symmetrischen Verschlüsselungsverfahren, mal aufklappen, dann muss ich hier sogar mal ein Stück rüberziehen. Dann sehen wir, wir haben monoalphabetische und polyalphabetische und Transpositionsverfahren. Wenn wir die monoalphabetischen Substitutionen hier mal aufmachen, dann haben wir hier die Verschiebechiffren. Ich denke, das ist das am allgemein bekanntesten. Hier nimmt man einfach Buchstaben des Alphabets und verschiebt die um gewisse Teilstücke. Wir haben hier Blockchiffren, da geht einiges auf. Und wir haben hier noch Stromchiffren. Wenn wir hier mal rübergehen, noch ein Stück, dann haben wir auch noch relativ viele. Sie können sich das alles mal in Ruhe ansehen. Ich werde jetzt hier auf diese ganzen Kryptografie-Algorithmen nicht eingehen, weil die auch nicht Teil dieser Veranstaltung waren. Ich möchte Ihnen aber hier diesen großen Teil der Kryptografie nicht vorenthalten. Für diejenigen von Ihnen, die sich dafür interessieren, Sie können sich hier schrittweise, ich nenne es jetzt mal salopp, durchgoogeln, indem Sie sich das alles hier mal anschauen können. Wir fahren jetzt hier in unserer Algorithmenübersicht einfach mal fort mit Klassifikationen. Bei Klassifikationen sehen Sie, okay, wir haben hier das erste Mal etwas Blaues dabei. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe Ihnen alle Verfahren und Algorithmen, welche wir im Zuge dieser Vorlesung kennengelernt haben, blau unterlegt. Wir haben hier Cluster und Entscheidungsbäume, Klassifikatoren, RBFs, Support Vector Machines, künstliche neuronale Netzwerke und andere Machine Learning Klassifikationsmethoden. Wir haben hier bei den Klassifikatoren noch Untergruppen, und zwar hier die Distance, die wir eben benötigen, eben auch für unsere Support Vector Machines. Und wir haben ein ganz großes Gebiet zu künstlichen neuronalen Netzwerken, was wir in der Vorlesung Deep Learning auch nur an der Oberfläche betrachtet haben. Wir sehen, wir haben das Perceptron-Modell kennengelernt und wir haben ein Feed-Forward-Network gehabt und wir haben eine Markov-Kette mal in den stochastischen Prozessen kennengelernt. Aber wenn Sie sich das hier ansehen, Sie haben hier Convolutional Networks, Deep Feed-Forward-Networks, Hopfields und alle anderen großen Autoencoder-Familien, Boltzmann-Maschinen und Deep-Learning-Topologien, die wir im Zuge dieser Veranstaltung gar nicht kennengelernt haben. Und Sie müssen nun auch sehen, dass das, was ich Ihnen hier zeige, auch nur ein grober Überblick ist und bei weitem nicht vollständig. Sie können dieses Feld hier sicherlich nochmal um 4-5 Ebenen erweitern, damit Ihnen auch einmal bewusst wird, wie viel, wie umfassend denn künstliche neuronale Netzwerke inzwischen sind. Wir sehen, wir haben hier die Basiselemente zum Teil kennengelernt und das können Sie sich hier mal in aller Ruhe gemütlich ansehen oder eben zu Hause auch mal googeln. Wir haben hier noch Kalenderalgorithmen, die Sie sich anschauen können. Da ist zum Beispiel die Berechnung eines Schaltjahres mit dabei und es gibt noch Algorithmen der Bioinformatik, die ich hier kurz gehalten habe, weil wir in dieser Veranstaltung auch keine Bioinformatik machen. Ich möchte Ihnen allerdings hiermit auch zeigen, dass es nicht nur Algorithmen für den Finanzmarkt gibt, sondern dass das ein allumfassendes Instrument ist, was in sehr vielen Bereichen, in sehr vielen Naturwissenschaften natürlich angewandt werden kann. Wir haben hier unsere Prüfsummen, das sind sogenannte Hashing-Algorithmen, die wir auch in der Blockchain brauchen. Wir haben Kompressionsalgorithmen, wo man auch hier die Kodierung und die Entropie aufklappen kann. Die Entropie in dieser Form haben wir nicht kennengelernt. Wir haben zwar die Entropie als Verlustfunktion kennengelernt, aber diese Entropiealgorithmen für Kompressionen sind wieder eine ganz andere Familie. Bitte das hier nicht durcheinander bringen. Wir haben hier zum einen mal Wavelet-Transformationen für Kompression. Das haben wir in dieser Vorlesung so auch nicht gemacht. Wir werden später noch einmal Wavelet-Transformationen sehen. Die sind dann blau. Das ist dann die Art und Familie, die wir gemacht haben. Und Sie sehen, wir haben jetzt mal die erste Hälfte dieses Algorithmenbaumes mal uns angesehen. Und Sie sehen, wie tiefreichend der Begriff von Algorithmen unser tägliches Leben tangiert. Teilweise auch ohne, dass wir es merken. Jeder von Ihnen besitzt ein Smartphone. Jeder von Ihnen benutzt Google. Und jeder von Ihnen hat schon mal ein Bild auf dem Computer bearbeitet und Sie sehen, was es an einer Varietät nicht mangelt, mit der man hier Zahlen, Bilder und Daten verarbeiten und bearbeiten kann. Wir wandern in unserer Übersicht jetzt nun einfach mal auf die rechte Seite und beginnen oben mal hier mit der Komplexität, die man hier in zeitkomplexe Probleme und platzkomplexe Probleme eben unterteilen kann. Wir sehen hier, es gibt hier lineare, logarithmische, polynomiale und exponentielle Platz- und Zeitprobleme. Wir haben uns in dieser Veranstaltung zur Zeitreihenanalyse hauptsächlich mit der Zeitkomplexität
im linearen, logarithmischen, exponentiellen beschäftigt. Wir haben sie nicht damit beschäftigt, okay, ich habe mehrere Terabyte an Daten, wie kann ich die denn möglichst platzsparend unterbringen? Das haben wir hier nicht gemacht. Hier gibt es maschinenfähige Algorithmen. Da haben wir hier randomisierte Algorithmen kennengelernt und wir sind auch ganz, ganz kurz mal auf eine Monte-Carlo-Simulation mit eingegangen. Den Rest hier haben wir ebenfalls nicht betrachtet. Das heißt, Sie sehen, dass diese Veranstaltung, die doch einen sehr, sehr hohen Umfang hat, ich scrolle hier nochmal nach oben und nach unten, dass wir hier nur einen kleinen Bruchteil dieser Algorithmenfamilien gesehen haben, geschweige denn im Detail besprochen haben. Es gibt die sogenannten numerischen Verfahren. Die habe ich hier in den Algorithmen einmal mit dazugenommen. Hier gibt es Gleichungssysteme, es gibt Integrationsverfahren, Approximation und Interpolation, Optimierung, Differentialgleichung, Eigenwerte und sonstige numerische Verfahren. Die habe ich hier einfach mit zu den Algorithmen dazugepackt, genauso wie die neuronalen Netze. Bei den Gleichungssystemen gibt es lineare und nichtlineare Gleichungssysteme und Sie sehen, bei linearen Gleichungssystemen gibt es Zerlegungen, Splittungen, iterative Refinements. Es gibt Mehrgitter, lineare Gleichungssysteme und die Zerlegungen können wir hier nochmal in Unterkategorien auffächern, genauso wie die Splitting-Verfahren. Hier sind zum Beispiel die Chebyshev-Iterationen dabei, die der ein oder andere kennen sollte. Hier ist auch der Teil dabei, den man im Studium öfter mal kennenlernt. Wir haben hier einen einzigen blauen Punkt und das ist unser Gradientenverfahren für die nichtlinearen Gleichungssysteme. Das haben wir kennengelernt. Wenn wir die Integration aufmachen, haben wir hier einige Verfahren. Wir haben auch Approximationsverfahren, die Sie sich anschauen können, Optimierungsverfahren. Die haben wir hier in dieser Veranstaltung leider auch nicht kennengelernt, weil das eben auch den Umfang total sprengen würde. Wir haben Differentialgleichungen. Hier gibt es gewöhnliche Differentialgleichungen und es gibt partielle Differentialgleichungen, wo wir die spektralpartiellen Differentialgleichungen auch schon kennengelernt haben im Rahmen von Fourier-Transformationen und Wavelets und Spektralanalysen im Rahmen der Signaltheorie. Wir haben hier noch finite partielle Differentialgleichungsnumerische Verfahrensalgorithmen, wie Sie hier sehen können. Hier gibt es noch Eigenwerte für die Matrizen, zum Beispiel die Jacobi-Matrix-Eigenwerte. Die sind relativ wichtig, wenn es gerade um nichtlineare Dynamiken geht. Und wir haben sonstige numerische Verfahren, wo schon wieder etwas mehr leuchtet, und zwar die schnelle Fourier-Transformation, die haben wir kennengelernt, die Wavelet-Transformation haben wir kennengelernt und wir haben Regularisierungsverfahren im Rahmen der Deep Learning Neural Networks kennengelernt. Die ganzen anderen hübschen Dinge, die es hier so gibt, die muss ich Ihnen leider alle vorenthalten, aber Sie sehen, dass der Baum der numerischen Algorithmen und der numerischen Verfahren durchaus groß ist und hier auch bei Weitem nicht abschließend. Sie sehen, wir haben hier noch die sonstigen Gattungen übrig, die machen wir am Ende und ich werde Ihnen hier nochmal andere Verfahrensarten zeigen, also generelle Verfahrensarten. Es gibt probabilistische Verfahren in Algorithmen, die haben wir auch schon kennengelernt und es gibt evolutionäre Algorithmenverfahren, die haben wir auch schon kennengelernt. Und wir haben hier noch die Clusteranalyse, das haben wir auch kennengelernt. Hier gibt es zum Beispiel den K-Means-Algorithmus, den ich Ihnen gezeigt habe, den wir auch in Python implementiert haben. Es gibt andere Machine Learning-Cluster-Methoden, die hier mit reinfallen. Wir können verschiedene Problemstellungen unterscheiden, und zwar Entscheidungsprobleme und Optimierungsprobleme. Möchte ich ein bestehendes Verfahren optimieren oder möchte ich irgendwie eine Entscheidung finden und ich weiß nicht wie? Das sind die Differenzierungen nach der Problemstellung. Wir haben hier noch Taktik- und Zahlentheoretische Algorithmen. In den taktischen Algorithmen gibt es den Minimax-Algorithmus. Den könnte der eine oder andere kennen. Und bei den Zahlen gibt es hier noch den Quartic-Algorithmus, den wir schon mal angesprochen haben, ganz knapp angesprochen haben. Und bei Suchalgorithmen gibt es hier eben die Listen und die Arrays, lineare, binäre und Interpolationsarrays. Es gibt Graphen und Bäume, Breite, Tiefe und wir haben hier wieder unseren A*-Algorithmus dabei. Sie sehen, das überschneidet sich an manchen Stellen. Ich wollte Ihnen aber aus diesen vielen, vielen Nennungen hier kein Netzwerk bauen. Das wäre etwas unübersichtlich geworden. Deswegen entschuldigen Sie mich, wenn sich hier einige Dinge doppelt wiederfinden. Wir haben hier noch Textsuchmöglichkeiten und wir haben anderweitige Suchalgorithmen, zum Beispiel den Lazy Select Algorithmus, den sollte man vielleicht mal gehört haben. Und wir haben Sortierungsalgorithmen, zu denen ich Ihnen gleich im Nachhinein nochmal ein Video zeigen werde. Es ist nämlich möglich,
diese Sortierungsalgorithmen musikalisch zu unterlegen und das eben grafisch darzustellen. Und dann sehen Sie, wie diese Algorithmen arbeiten. Deswegen klammere ich das hier jetzt aus. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich scrolle hier jetzt gerade mal ein bisschen nach oben, weil wir haben noch eine kleine Kategorie, und zwar die sonstigen Gattungen. Da sind eben binäre Exponentiationen dabei, Zassenhaus-Algorithmen, epidemische Algorithmen, sonstiges. Und damit haben wir auch diesen Überblick hier abgeschlossen. Ich werde mal das Fenster hier etwas verkleinern, dass Sie das Ganze mal in grob genießen können, dass Sie sehen können, wie umfassend, wie komplex und wie breit ausgestaltet das Gebiet der Algorithmen eigentlich ist. Weswegen Sie mein Ansinnen, Ihnen auch nur einen groben Überblick geben zu können, denke ich auch verstehen können. Sie sehen hier im Blau dargelegt das, was wir in dieser Veranstaltung angerissen und zumindest grob besprochen haben. Und Sie können sehen, dass das ein Gebiet ist, was eines oder mehrerer Studiengänge würdig ist. Für diejenigen von Ihnen, die jetzt hier in der Praxis oder allgemein sich für Algorithmen interessieren und gewisse Probleme suchen, Sie können das Ganze hier auch als Entscheidungsbaum benutzen, sozusagen. Ich habe einen Algorithmus, ich habe ein Klassifikationsproblem, was gibt es hier? Und Sie können sich hier Schritt für Schritt einlesen, Sie können sich einarbeiten, Sie können sich einen Überblick über das Themenfeld machen. Und ich springe jetzt an dieser Stelle direkt mal in das Video, was ich Ihnen mitbringen möchte, zu den Sortierungsalgorithmen hier unten. Die kann man grafisch mittels Musik darstellen. Das möchte ich Ihnen noch zeigen, bevor wir mit der Vorlesung fortfahren.
Ich hoffe, unser Ausflug in die Welt der Algorithmen und auch der grafisch-visuellen Demonstration hat Ihnen zugesagt. Wir fahren jetzt in dieser Vorlesung fort mit dem Teil über Handelssysteme, im Speziellen über elektronische Handelssysteme in den Finanzmärkten. Was ist denn nun ein elektronisches Handelssystem? Ein elektronisches Handelssystem oder auch Computerbörse genannt ist ein automatisiertes elektronisches System zum Abschluss von Börsengeschäften, und im Vergleich zum Parketthandel existieren keine visuellen Interaktionen sowie direkte Kommunikation zwischen den Handelsteilnehmern. Ich habe Ihnen hier mal einen ganz kurzen Videoabschnitt eingefügt, wie denn der Parketthandel vor dem Zeitalter der automatisierten Computeralgorithmen und des automatisierten Handels stattfindet, und wir sehen uns gleich wieder. Diese Zeiten sind Ende der 90er mit der Einführung elektronischer und vollautomatisierter Computersysteme vorbei gewesen. Die Trader oder die Händler, die Sie noch auf einem Parkett sehen, sind, wenn sie nicht gerade zu dekorativen Zwecken da sind, nur noch ein marginaler Bruchteil dessen, was den globalen Finanzkapitalismus ausmacht und was den global vernetzten Handel von Finanzinstrumenten ausmacht. Das ist inzwischen alles computergesteuert. Bestes Beispiel hierfür ist, wenn Sie ein IPO filmen, sehen Sie natürlich die Börsen, wo noch die Glocke geläutet wird. Wenn Sie tatsächlich einen Börsengang beobachten wollen würden, müssten Sie eine Stunde lang, wenn überhaupt, einen Serverraum filmen, und das ist es gewesen. Was ist denn jetzt nun ein elektronisches Handelssystem? Das Handelssystem dient als Client für die Eingabe, Verwaltung und Abwicklung von Handelsvorhaben von Intermediären oder Investoren. Das heißt, es führt die automatische elektronische Erfassung, Aggregation und Zusammenführung, also das sogenannte Matching von Handelsintentionen, Order oder Quotes nach festgelegten Regeln, also Prioritäten, strukturiert durch. Um es nochmal zusammenzufassen, ein elektronisches Handelssystem ist eigentlich die Automatisierung eines Traders. Effektiv wird der gesamte Handel von der Abwicklung, Verwaltung zur Eingabe nach festgelegten Maschinenregeln durchgeführt. Da gibt es niemanden mehr, der auf dem Parkett steht und wildfuchtelnd durch die Gegend schreit und damit irgendwelche Käufe und Verkäufe tätigt. Das macht inzwischen alles ein Computersystem, und das werden wir uns jetzt hier mal genauer anschauen. Strukturiert wird meist mittels eines zentralen offenen Orderbuchs mit Preislimit-Abstufungen. Das nennt sich auch Central Limit Order Book, in dem das ersichtlich ist, wer wie, wo, was, warum und nach welchen Regeln gekauft und verkauft hat.
Und es ist durchaus möglich, dass zwischen Handelsmodellen gewechselt werden kann, beispielsweise zwischen kontinuierlichem Handel und Auktionsmethoden. Das gibt es auch, das gibt es noch. Und die erste vollautomatisierte Börse in Deutschland gab es 1990, und zwar die Deutsche Terminbörse, DTB. Und es gibt noch andere Handelsplattformen in Deutschland. Für den Kassamarkt haben wir hier Xetra, Xontro und Tradegate. Und für den Terminmarkt gibt es die Eurex. Das ist, denke ich, den meisten hier ein Begriff. Und was gibt es hierzu noch zu sagen? Es gibt noch einen Anschluss an die Nasdaq, das heißt die amerikanischen Börsen über sogenannte Electronic Communication Networks, ECNs. Und zudem existiert noch das OTC Bulletin Board, da werden eben die Over-the-Counter-Derivate oder Produkte gehandelt. Das heißt, wir haben seit den 90er Jahren in Deutschland automatisierte Handelsbörsen. Es wird differenziert zwischen dem Kassamarkt und den Future-Märkten sozusagen. Und es ist noch eine Differenzierung zwischen Over-the-Counter und geregelten Märkten. Und ich sage mal, ich gebe jetzt hier noch eine Definition im engeren Sinne, und zwar die Umsetzung von Regeln des regulierten Markts oder multilateralen Handelssystemen als automatisierte Mechanik mittels Computersysteme. Wir haben jetzt eine Definition gehört. Was ich Ihnen noch nicht gezeigt habe, ist, wie denn die Landschaft der Handelssysteme in Europa denn eigentlich aussieht. Wir haben hier an Handelsplätzen nämlich drei verschiedene Klassifikationen, und die ergeben sich aus regulatorischen Strukturvorgaben durch die MiFIR und die MiFID II. Die MiFID II ist die zweite europäische Finanzmarktrichtlinie, zu Englisch Markets in Financial Instruments Directive, und das Ziel der Novelle ist es eben, die Funktionsweise und Transparenz der Finanzmärkte zu verbessern und Verbraucher in der Europäischen Union besser zu schützen. Und flankiert wird die MiFID II durch die Finanzmarktverordnung MiFIR, also Markets in Financial Instruments Regulation. Und als europäische Verordnung ist die MiFIR unmittelbar anwendbar. Und sie schafft nun europaweit die Möglichkeit, dass die nationalen Aufsichtsbehörden den Vertrieb und den Verkauf von Finanzinstrumenten verbieten oder beschränken können. Und da werden wir später noch ein bisschen im Kapitel über die Bankenregulierung einsteigen, wie das Ganze denn gestrickt ist. Das soll uns jetzt erstmal noch gar nicht interessieren. Für uns ist jetzt erst einmal interessant, was haben wir denn an Handelsplätzen, an Handelssystemen, wie kann man das denn auseinander dividieren? Wir haben zum einen die organisierten Handelssysteme, die OTFs, wir haben die multilateralen Handelssysteme, MTFs, und wir haben die systematischen Internalisierer, das sind sogenannte SIs. Und wir beginnen doch jetzt einfach mal mit den MTFs. Was ist ein multilaterales Handelssystem? Ein multilaterales Handelssystem, Multilateral Trading Facility, ist eine börsenähnliche Handelsplattform, die nach festgelegten Regeln Kauf- und Verkaufsorder von Finanzinstrumenten zusammenführt und einen Vertragsabschluss generiert. Das ist im Wertpapierhandelsgesetz geregelt, den Paragraphen habe ich Ihnen hier hingeschrieben. Und multilaterale Handelssysteme unterliegen geringeren Anforderungen als der regulierte Markt der Börsen, beispielsweise bei Zulassung neuer Wertpapiere, das heißt IPOs, und bei der Ad-Hoc-Publizitätspflicht. Und der Betrieb eines MTF stellt aber eine Finanzdienstleistung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar, dazu hören wir später auch noch mehr, und wird somit von der BaFin, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, überwacht. Das heißt, wir haben hier einfach ein Gegenstück zum regulierten Markt, was aber auch unter die Finanzaufsicht fällt. Beispiele für ein multilaterales Handelssystem sind hier zum Beispiel Tradegate in Deutschland und Turquoise in der UK. Tradegate haben wir vorher schon mal als Handelsplattform für den Kassamarkt gesehen. Multilaterale Handelssysteme sind hier das Pendant zu den US-amerikanischen ICNs, die wir schon gesehen haben. Und im Gegensatz zu den systematischen Internalisierern wird der Handel zwischen verschiedenen Parteien hier multilateral und nicht bilateral organisiert, und die Zusammenführung von Kauf- und Verkaufsorder muss nicht diskretionär ausgestaltet sein, und die Liquidität wird angezogen, indem eben die Verwendung sogenannter Maker-Taker-Preismodelle eingeführt wird. Das heißt, man ist durchaus daran interessiert, dass das multilaterale Handelssystem transparent ist, stringenten Regeln folgt und eben durch Preismodelle, die zu favorisieren sind, eben Liquidität anziehen sollen. Was können multilaterale Handelssysteme noch? Sie können sich anhand von Transparenzgesichtspunkten, offene versus geschlossene Orderbücher, in Lit Markets versus Dark Pools unterteilen,
und Dark Pools nutzen die Ausnahmetatbestände der MiFID zur Vorhandelstransparenz und verzichten explizit auf ein offenes elektronisches Orderbuch, was zum Beispiel bei sehr, sehr großen Trades vorteilhaft sein kann, um eben den Preis nicht zu verfälschen oder eben falsche Signale in den Markt zu senden. Ich lasse das jetzt einfach unkommentiert stehen und fahre fort. Wir stellen uns zunächst einmal die Frage, was ist denn ein organisiertes Handelssystem? Organisierte Handelssysteme unterscheiden sich von geregelten Märkten und multilateralen Handelssystemen dahingehend, dass sie eben für Nicht-Eigenkapitalinstrumente zuständig sind und geregelte Märkte und multilaterale Handelssysteme eben bei Aktien- und Eigenkapitalinstrumenten greifen. Und ein organisiertes Handelssystem, nennt sich zu Englisch auch Organized Trading Facility, ist eben eine neue Kategorie von Handelsplätzen, die, wie gesagt, für Nicht-Eigenkapitalinstrumente zuständig ist. Nicht-Eigenkapitalinstrumente sind hier beispielsweise Anleihen, strukturierte Finanzprodukte oder Emissionszertifikate und so weiter. Und geregelte Märkte und multilaterale Handelssysteme sind eben bei Aktien- und Eigenkapitalinstrumenten zu sehen und dürfen genauso wenig wie OTFs hier Orders gegen das eigene Buch nicht ausführen. Die Ausnahme sind hier Staatsanleihen, das heißt ein OTF darf nicht gegen das eigene Buch handeln und die Orderausführung bei einem OTF folgt auf diskretionärer Basis bei Einhaltung der Best Execution. Das heißt, in einem Vergleich zu einem multilateralen Handelssystem muss ein organisiertes Handelssystem auf nicht-diskretionärer Basis arbeiten. Das heißt, sie darf diskretionäre Basis ansetzen und es ist zudem verboten, dass ein Verbund zu anderen organisierten Handelssystemen und zu systematischen Internalisierern hergestellt wird. Das heißt, sie müssen für sich selbst sein und dürfen sich nicht zu großen Konglomeraten zusammenschließen. Was ist denn jetzt nun ein systematischer Internalisierer? Das ist ja ein ganz netter Begriff. Versuchen Sie das mal 10-mal schnell hintereinander auszusprechen. Ein SI ist in dem Fall kein Handelsplatz im klassischen Sinne. Die SIs wurden 2007 im Rahmen von der MiFID I-Verordnung eingeführt und mit der MiFID II als Definition Staat Wertpapierfirmen, die in organisierter und systematischer Weise häufig in erheblichem Umfang handeln, für eigene Rechnung treiben, wenn sie Kundenaufträge außerhalb eines geregelten Marktes, eines multilateralen Handelssystems oder eines organisierten Handelssystems ausführen. So, was ist denn jetzt ein erheblicher Umfang? Der erhebliche Umfang bemisst sich am Gesamthandelsvolumen der Wertpapierfirma oder am Over-the-Counter-Anteil bezogen auf das Gesamthandelsvolumen der EU. Das sind halt Prozentvorgaben, die habe ich Ihnen jetzt hier nicht aufgeführt, das können Sie googeln, wenn Sie möchten. Das heißt, eine SI, ein systematischer Internalisierer, ist wieder eine andere Kategorie, die neben einem multilateralen Handelssystem oder einem organisierten Handelssystem und dem geregelten Markt steht und im großen Unterschied auf eigene Rechnung Handel betreiben darf. Ich springe hier nochmal ein paar Folien zurück und dann können Sie das nochmal sehen, was es an Handelsplätzen gibt. Wir haben die organisierten Handelssysteme für Nicht-Eigenkapitalinstrumente, wir haben die multilateralen Handelssysteme für Aktien und Eigenkapitalinstrumente wie die geregelten Märkte und wir haben die systematischen Internalisierer, die auf eigene Rechnung handeln dürfen. So, ich möchte jetzt als nächstes noch auf eine neu aufkommende Spezialität eingehen, die wir auch im Teil über die Regulierung noch hören werden, und zwar das sind sogenannte DLT-Handelssysteme, Distributed Ledger Technology-Handelssysteme, und dazu werde ich nochmal wiederholen, was ist denn eine Distributed Ledger Technology? Das werde ich Ihnen erst einmal nochmal aufführen. Den Begriff der verteilten Kassenbücher haben wir bereits in der Vorlesung zu Data Science in einem Exkurs kennengelernt. Das kommt Ihnen wahrscheinlich vom Begriff der Blockchain bekannt vor. Und was sind verteilte Kassenbücher? Die beschreiben eine Technik, die für die Dokumentation bestimmter Transaktionen genutzt wird. Und statt zentraler Instanzverwaltung erfolgt die Verwaltung durch dezentrale, beliebig viele, prinzipiell gleichgestellte Kopien des Ledgers von unterschiedlichen Parteien. Wegweisend für
Datenverwaltung im Internet ohne proprietäre Plattform. Das ist eine andere Art und Weise, wie man das sehen kann. Das heißt, man benötigt keine zentralisierte Verwaltung mehr, sondern das wird über Distributed Systems, Peer-to-Peer Systems abgewickelt. Und ich denke, die Unterschiede der Distributed Ledger Technologien bei Konsensusprotokollen ist es wert, erwähnt zu werden, weil meistens wird ja Distributed Ledger Technology mit Blockchain und Bitcoin gleichgesetzt, aber das ist viel, viel diffiziler, das Thema. Wir haben Konsensusprotokolle, die eben Konsensus, wie es eben heißt, herstellen sollen. Das heißt, dass alle Teilnehmer dieses verteilten Kassenbuches sich über deren Werte und Transaktionsinhalte einig sind. Und bei Bitcoins ist es das sogenannte Proof of Work und bei Proof of Stake sprechen wir, wenn wir über Ethereum sprechen, bei Bitcoins ist es das klassische Beispiel, dass die komplette Kette erneut durchgerechnet werden und geprüft werden muss, bevor ein neuer Block hinzugefügt werden kann. Und Blockchain ist hier die Grundlage für Kryptowährungen, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, und ist eine der bekanntesten Anwendungen von DLTs. Allerdings existieren auch verschiedene DLT-Architekturen, sogenannte DLT-Concepts, wie beispielsweise hier die Blockchain, aber es gibt aber auch noch Block-Directed Acyclic Graphs, sogenannte Block-DAGs. Es gibt Transaction-Based Directed Acyclic Graphs, also TDACs. Und man kann das Ganze auch für sogenannte Smart Contracts oder die Herkunft von Rohstoffen, beispielsweise bei der Diamantenmarkung, verwenden. Das heißt, die Anwendungsfelder für DLTs übersteigt bei Weitem die Grundlage für Kryptowährungen. Und ich habe Ihnen hier einfach mal trotzdem anhand von Kryptowährungen ironischerweise mal eine kleine Übersicht mitgebracht, was es an Architekturen gibt. Es gibt, wie gesagt, die Blockchain, die Block-DAG und die T-DAGs. Es gibt noch weitere. Und die Designs sind hier eben die Umsetzungen auf der Blockchain, Bitcoin, Ethereum, Nano oder IOTA. Und es gibt aber auch verschiedene Eigenschaften, sogenannte DLT-Properties, die sie eben mit der Einführung von zum Beispiel einer Kryptowährung erreichen wollen. Zum Beispiel bei Bitcoin ist es so, dass sie die Security, das heißt die Sicherheit, in den Vordergrund stellen, während eben bei IOTA oder auch Monero das Level der Anonymität eine große Rolle spielt. Und daraus ergeben sich gewisse Charakteristika, zum Beispiel, wenn man eine Blockchain anbietet, die Bitcoin heißt und die eine neue Währung bilden soll, die einen hohen Sicherheitswert hat, ist die Availability, also die Verfügbarkeit, natürlich eine große Charakteristik, weil das natürlich auch möglichst viele Leute dann auch nutzen sollen. Bei IOTA zum Beispiel ist es halt so, dass man bitte nicht identifiziert werden möchte. Das lasse ich jetzt auch einfach mal unkommentiert im Raum stehen und gehe dazu über, die Frage zu beantworten, was ist denn jetzt nun ein DLT-Handelssystem? Ein DLT-Handelssystem ist eine Einrichtung zum multilateralen Handel von sogenannten DLT-Effekten, die den gleichzeitigen Austausch von Angeboten unter mehreren Teilnehmern sowie den Vertragsabschluss nach nicht diskretionären Regeln bezweckt und mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt. Voraussetzung 1 ist, sie lässt nicht regulierte natürliche oder juristische Personen als Teilnehmer zu. Voraussetzung 2 ist, sie verwahrt DLT-Effekte gestützt auf einheitlichen Regeln und Verfahren zentral. Und das dritte ist, sie rechnet und wickelt Geschäfte mit DLT-Effekten gestützt auf einheitlichen Regeln und Verfahren ab. Das heißt, wir haben Voraussetzung 1 ist, dass halt eben nicht regulierte natürliche oder juristische Personen handeln dürfen, dass die DLT-Effekte eben nach zentrierten und einheitlichen Regeln verwahrt werden. Das heißt, wir haben die Verwahrung und das dritte ist eben die Abwicklung. Ja, fahren wir mal fort. Wir haben jetzt gelernt, was ist eine DLT-Handelsplattform und wir haben den Begriff DLT-Effekt gehört. Was ist denn jetzt ein DLT-Effekt? Und das sind diejenigen Effekten, die in einem verteilten elektronischen Register basierend eben auf DLT eingetragen sind und mittels dieses Registers übertragen werden können. Und zwar die Rechte, die in der Form von DLT-Wertrechten ausgegeben wurden, vergleichbare nach ausländischem Recht ausgegebene Effekten
und Token, die nicht in der Form von DLT-Werterechten ausgegeben wurden, aber nach der bestehenden Praxis der FINMA bei einer Substance over Form betrachtungsweise gleichwohl als Effekt zu qualifizieren sind. Das kommt aus einem Vorentwurf des Bundesrates zur Schaffung eines neuen Bewilligungsgesetzes eben für diese ganze Distributed Ledger Technology. So ist das mal grob definiert worden. Und jetzt stellt sich letzten Endes noch die Frage, was ist denn überhaupt ein Effekt? Ein Effekt ist heute primär im Bank- und Börsenwesen der Sammelbegriff für am Kapitalmarkt handelbare und fungible Wertpapiere. Das heißt, hier geht es dann darum, diese Distributed Ledger Technologies, also das heißt die ganzen Kryptowährungen, handelbar zu machen in einem Handelssystem und das irgendwie regulierbar und überwachbar zu machen. Und mehr möchte ich hierzu eigentlich erstmal noch gar nicht sagen. Wir steigen jetzt erst einmal in das nächste Themengebiet ein, und zwar die Auszüge der Regulatorik. Sie haben ja bereits bemerkt, dass sehr viele der Begriffe und Konzepte, die ich Ihnen hier vorstelle, regulatorisch getrieben sind. Deswegen gibt es hier einen kleinen Auszug zu Bank- und Kapitalmarktregulierung. Ich bin persönlich der Meinung, wenn wir hier ein Fach abhalten, das sich sehr viel mit Finanzmärkten auseinandersetzt, gehört die Bankenregulierung leider auch dazu. Das Feld der Regulatorik im Finanzbereich soll hier aber nur leicht tangiert werden, da dessen Umfang zeitweise einen eigenen Studiengang erfordern würde oder auch zwei. Und es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und ich wiederhole das gerade nochmal, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und ich werde auch nicht in die tiefen Details einsteigen können. Ich möchte Ihnen einfach nur einen Überblick geben, was es denn an Bankenregulierung alles geben könnte. Und der Auszug dient dazu, Ihnen einen Blick hinter den Handel und in die regulatorische Aufgabenwucht, mit dem ein Backoffice oder eine Banksteuerung heutzutage konfrontiert ist, zu geben. Ich finde, so eine Veranstaltung sollte immer einen Teil der Regulatorik enthalten, damit Sie auch einen vollumfänglichen Überblick bekommen, was denn die Realität an den Finanzmärkten und in den Banken tatsächlich ist. Wir fangen einfach mal mit der Frage an, was ist denn eigentlich Bankenrecht und was ist eigentlich Regulierung? Es ist die Summe aller Regelungen, die einzelne Bankgeschäfte betreffen und die eine Bank als Organisation oder Institution betreffen. Und die bezeichnet man als funktionelles und institutionelles Bankrecht. Und dieses teilt sich dann in das private Bankrecht, also hier ist die Beziehung zwischen einer Bank, also einer Institution, zu ihren Kunden geregelt, und in das öffentliche Bankrecht, also die Beziehung zwischen Bank zu Staaten und zu den Aufsichtssystemen. Und im öffentlichen Bankrecht ist beispielsweise das Geldrecht, also Währungsrecht, Zentralbankbefugnisse und politische Geldmaßnahmen geregelt, das Organisationsrecht sowie das Aufsichtsrecht. Das bedeutet, wir befinden uns hier, wenn wir von der Bankenregulierung sprechen, so wie es im Rahmen dieser Veranstaltung gewünscht ist, dann sprechen wir hier von dem Aufsichtsrecht und vom öffentlichen Bankrecht, und wir werden uns von den privaten bankrechtlichen Fragestellungen differenzieren. Das heißt, wir machen das hier nicht. Also wir werden uns hier damit befassen, wie denn das Aufsichtsrecht im öffentlichen Bankrecht grob gestaltet ist, und den Rest schließe ich hier einfach mal aus. Wie Sie sehen, gibt es hier wesentliche Gesetzeswerke im Banken- und Kapitalmarktrecht in Deutschland vor allem. Das ist das Börsengesetz, Depotgesetz, Scheckgesetz, Finanzdienstleistungsaufsichtgesetz, Investmentgesetz, das Kreditwesengesetz, KWG, dazu kommen wir später noch, das ist besonders wichtig, das Wertpapierserwerbs- und Übernahmegesetz, das Wertpapierhandelsgesetz, das WPHG, darüber haben wir vorher schon mal kurz gesprochen, und das Zahlungsdiensteaufsichtgesetz. Das heißt, Sie haben hier schon mal einen kleinen, wahrscheinlich nicht ganz vollständigen Überblick an deutschen Regulierungsgesetzen für Banken und fürs Finanzwesen. Und jetzt stellen wir uns erst einmal die Frage, was ist denn überhaupt eine Finanzdienstleistung? Was ist das denn überhaupt? Und seit 1998 werden auch Unternehmen, die Finanzdienstleistungen gewerbsmäßig oder in einem Umfang erbringen, der einem in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Finanzdienstleistungsinstitute genannt, grundsätzlich nach denselben Regeln wie Kreditinstitute, also Banken, beaufsichtigt und benötigen hierfür auch eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz, und das ist geregelt im 32.1 KWG. Und es gibt noch den sogenannten grauen Kapitalmarkt, und der wurde aber mit der Aufnahme von Drittstaaten Einlagenvermittlungen und dem Sortengeschäft avisiert.
Was sind denn jetzt Finanzdienstleistungen nach dem KWG? Wir haben jetzt gerade gehört, dass jedes Unternehmen, was eben diese Finanzdienstleistungen erbringt, aufsichtspflichtig ist. Und was sind denn jetzt Finanzdienstleistungen neben dem klassischen Bankgeschäft? Das ist die Vermittlung, Beratung oder Verwaltung von Anlagen, der Betrieb eines multilateralen oder organisierten Handelssystems, das Platzierungsgeschäft, Abschlussvermittlung, Finanzportfolioverwaltung, der Eigenhandel. Das ist in § 1, 1a, Satz 2, Nummer 1 bis 4 und in § 11 KWG geregelt. Das Krypto-Verwahrgeschäft, was neu dazugekommen ist seit Einführung der Blockchain, Clearing und Finanzierungsleasing und das eingeschränkte Verwahrgeschäft. Das ist alles das Paket, das wir allgemein als Finanzdienstleistungen bezeichnen. Und das führt uns jetzt zur Frage, wir haben gelernt, es gibt Banken, es gibt Kreditinstitute und es gibt eben diese Finanzdienstleistungsgesellschaften, die wie Kreditinstitute zu behandeln sind, wenn sie denn eines dieser Pakete an Dienstleistungen, was ich Ihnen gerade aufgezeigt habe, gewerbsmäßig betreibt. So, was ist denn jetzt nun eine Bankenaufsicht? Die rechtliche Grundlage für die Aufsicht über Banken ist hier das Kreditwesengesetz in Verbindung mit einigen Spezialgesetzen, wie ich sie vorher schon erwähnt habe. Und die Hauptziele der Bankenaufsicht ist eben zu verhindern, dass die Sicherheit der den Instituten anvertrauten Vermögenswerte gefährdet werden, dass die ordnungsgemäße Durchführung der Bankengeschäfte beeinträchtigt oder erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft nach sich ziehen können. Das heißt, Aktionen oder Handlungen von Banken und aufsichtspflichtigen Instituten sollen verhindert werden, die eben diese drei Punkte tangieren könnten. Was sind denn jetzt Aufsichtsbehörden? Wir haben nationale und internationale Aufsichtsbehörden. Auf nationaler Ebene haben wir die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die sogenannte BaFin. Und wir haben die Deutsche Bundesbank, die in Bankkreisen auch gerne mal als BuBa abgekürzt wird. Und wir haben internationale Aufsichtsorgane, zum einen die European Banking Authority, die EBA. Dann haben wir die European Securities and Markets Authority, die ESMA. Und wir haben die Europäische Zentralbank, also die European Central Bank, die EZB, die es hier zu nennen gilt. Und jetzt kommen wir mal zum Punkt, was ist denn deutsche Bankenaufsicht? Wir haben zum einen die BaFin und BuBa, die teilen sich die Aufgaben in der Aufsicht. Und die BaFin ist hier die zuständige Verwaltungsbehörde, das steht in § 6.1 KWG. Und die laufende Überwachung obliegt in Zusammenarbeit der BuBa, das ist in § 7.1 KWG geregelt. Das heißt, wir haben in Deutschland eine Splittung der Aufsicht in die Bundesbank und in die BaFin. Das führt uns natürlich dann zum Schluss, dass Bankgeschäfte in Deutschland eine schriftliche Erlaubnis der BaFin erfordern und natürlich auch gewissen vielen Bedingungen obliegt. Zum Beispiel ist es so, dass wir nach § 32 und 33 KWG bei der Neugründung einer Wertpapierhandelsbank 0,73 Millionen Euro und bei einem Einlagenkreditinstitut mindestens mal 5 Millionen Euro Mindesteigenkapital aufzuweisen haben, neben einigen vielen anderen Bedingungen, die überhaupt erfüllt werden müssen, damit man den Prozess starten kann. Das heißt, man kann nicht, nachdem man meine Vorlesung gesehen hat, sich denken, ja gut, Bank klingt witzig, die gründe ich mir morgen mal, so einfach funktioniert das bei uns im Land nicht. Was natürlich für mich sowie für jeden normalen Finance-Studenten ein kleiner Wermutstropfen ist, dass man sich nicht nach seinem Studiengang so einfach in seinem Fachbereich selbstständig machen kann. Andererseits ist es vielleicht auch gar nicht falsch, dass nicht jeder mal schnell eine Bank gründen und das Geld anderer verwalten darf. Also da kann man sich betrefflich drüber streiten. Ich halte mich da jetzt einfach mal raus. Mein Ziel ist es hier, Ihnen einfach nur zu zeigen, dass es nicht so einfach ist, ein Kreditinstitut, eine Wertpapierhandelsbank oder auch einen Finanzdienstleister aufzusetzen und zu betreiben. Und da gehört nicht nur Geld dazu, wenn Sie sich jetzt denken, ja, schwarze Kreditkarte läuft. Ja, nein, so einfach ist es nicht. Sie müssen noch viel, viel mehr Dinge nachweisen, fachliche Eignung, Personal und so weiter. Also das ist ein nicht ganz trivialer Vorgang, in Deutschland eine Bank zu gründen. Ich möchte jetzt nochmal etwas darauf eingehen, wie denn die europäische Bankenaufsicht in Europa strukturiert ist. Wie ist der Aufbau der europäischen Bankenaufsicht? Und zwar alles beginnt hier mal mit der Europäischen Bankenunion, die sich eigentlich in drei Teile teilt. Zum einen in den Single Supervisory Mechanism, in den SSM. Das ist ein einheitlicher Aufsichtsmechanismus, der es zum Ziel hat, einheitliche Beaufsichtigung von bedeutenden Banken durchzusetzen. Dann haben wir den sogenannten Single Resolution Mechanism, dem SRM,
Das ist ein einheitlicher Aufsichtsmechanismus mit dem Ziel, einheitliche Regeln zur Sanierung und Abwicklung von Banken bereitzustellen. Und dann haben wir noch das sogenannte Deposit Guarantee Scheme. Das ist ein harmonisiertes Einlagensicherungssystem, welches eben den einheitlichen Schutz von Einlagen in Europa zum Ziel hat. Und wir fahren jetzt hier einfach mal fort im SSM, im Single Supervisory Mechanism. Hier haben wir die Europäische Zentralbank, die EZB, welche das Gesamtsystem überwachen soll. Und wir haben hier zwei Aufgaben. Wir haben einmal die direkte Aufsicht und wir haben die indirekte Aufsicht. In der direkten Aufsicht gibt es sogenannte Joint Supervisory Teams, also gemeinsame Aufsichtsteams, die dazu da sind, bedeutende Kreditinstitute direkt zu überwachen. Und wir haben die indirekte Aufsicht, die eben die nationalen Aufsichtsbehörden wahrnehmen, also die sogenannten NCAs, National Competent Authorities, die eben weniger bedeutende Institute beaufsichtigen sollen. Und es gibt natürlich auch horizontale Abteilungen, die beide Seiten unterstützen. Wie sichert man jetzt einheitliche Standards in Europa, und zwar zur Sicherung einheitlicher Standards durch den Aufsichtsrahmen der EZB? Das heißt, wir haben die Europäische Zentralbank, die gibt den Aufsichtsrahmen, die gemeinsamen Standards für die Aufsicht über kleine Banken, und keine Einzelfallanweisungen, die werden an die nationalen Aufsichtsbehörden weitergereicht, und es ist eben denen ihre Aufgabe, das Ganze dann umzusetzen. Und diese nationalen Aufsichtsbehörden unterstützen die EZB, beziehungsweise es ist so eine wechselseitige Beziehung bei der Durchsetzung und Vorbereitung hoheitlicher Akte. Und die EZB direkt erschließt nur Akte und erlässt diese auch für bedeutende Banken in der EWWU. Die EWWU ist die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, und da gibt es ca. 130 davon. Inzwischen sind es vielleicht ein paar mehr oder weniger geworden. Und die nationalen Aufsichtsbehörden sind quasi für alles andere, was nicht bedeutend ist, zuständig. Das ist eigentlich so der Rest der Banken, um es mal etwas provokativ in den Raum zu stellen. Was ist denn jetzt der Anwendungsbereich des SSM, also des Single Supervisory Mechanisms? Wir haben, wie gesagt, die nationalen Aufsichtsbehörden im Euroraum und die Europäische Zentralbank als einheitlicher europäischer Bankenaufsichtsmechanismus, der eben geteilt ist in bedeutende Institute und weniger bedeutende Institute. Bedeutende Institute werden direkt von der EZB beaufsichtigt, alles andere mehr oder minder von den nationalen Aufsichtsbehörden. Und darunter läuft eben die laufende Aufsicht, die Geldwäscheprävention, der Verbraucherschutz, die Erteilung von Lizenzen. Und es gibt noch nationale Aufsichtsbehörden, die nicht dem Euroraum angehören, die Möglichkeit eines freiwilligen Beitritts zum SSM haben, also eine Opt-in-Optierung haben. Das heißt, wenn Sie jetzt in einem Nicht-Euro-Raum-Land eine nationale Aufsichtsbehörde sind, können Sie dieselben Regeln befolgen, die der SSM eben vorgibt, und sagen, wir sind hier optiert dazu, dasselbe zu machen, wir gehören jetzt zu euch. Das hat natürlich den Nachteil, dass die Institute härter beaufsichtigt werden müssen. Andererseits ist es natürlich so, dass für europäische Kreditinstitute ausländische Institute interessanter werden, wenn diese eben denselben Regeln unterliegen. Und mehr möchte ich hier eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Wir haben ja noch ein paar Fakten zur EBA dastehen. Und worauf ich vielleicht doch noch eingehen werde, was ist denn ein bedeutendes Institut? Ab wann bin ich denn bedeutsam? Und zwar, das ist ab einer Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro. Oder wenn die Bilanzsumme von mehr als 20% der Wirtschaftskraft des Landes ist, aber eine Bilanzsumme von mindestens 5 Milliarden Euro aufweist und so weiter. Ja, das können Sie sich hier in Ruhe dann mal ansehen. Auf jeden Fall, was Sie hier als Key Message mitnehmen können, sind drei Dinge. Es können nicht Euroraum-Aufsichtsbehörden optieren, hier mitzumachen. Und die Aufsicht ist gesplittet in weniger bedeutende Institute, die von den nationalen Aufsichtsbehörden selbst beaufsichtigt werden, und die bedeutenden Institute, die genügend groß sind, sage ich mal, werden von der EZB direkt beaufsichtigt. Im Folgenden werde ich Ihnen mal eine Kurzgeschichte erzählen, und zwar zur Basel 1 bis 4 Regulatorik, und zwar der Auslöser der als Regulierungsflut bekannten Basel 1 bis 4 Verordnungen und deren Folgen war nicht nur die Finanzkrise 2007-2008, sondern viel früher, und zwar ausgelöst durch die Insolvenz der Kölner Herstadtbank, welche im Jahr 1973 die
sehr intelligente Idee hatte, Devisenkontrakte im Wert von ca. 12 Milliarden Euro bei einer Bilanzsumme von 1 Milliarde Euro zu handeln und sich halt tragischerweise für die falsche Seite des Marktes zu entscheiden und eben in Folge insolvent anmelden musste und von der Bildfläche verschwunden ist. Infolgedessen wurde von den G10-Staaten initiiert im selben Jahr der sogenannte Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht ins Leben gerufen, der BCBS, in dem heute ca. 27 Länder weltweit vertreten sind. Dieser Baseler Ausschuss hat sich zur Kernaufgabe gesetzt, Informationen auszutauschen, Aufsichtstechniken zu entwickeln und zu verbessern und aufsichtsrechtliche Mindeststandards in den G10-Staaten zu erarbeiten. Und das hat letzten Endes geendet in der Basel I-Verordnung von 1988, in dem eben der Baseler Ausschuss die internationale Richtlinie zur Vereinheitlichung von Eigenkapitalstandards veröffentlicht hat, der die Idee zugrunde gelegen hat, verlustabsorbierende Puffer gegen Kreditausfälle und andere Verluste einzuführen, um so die Widerstandsfähigkeit von Banken zu stärken. Wie genau wurde das festgelegt? In der Basel I-Verordnung gab es drei Ebenen, und zwar die Definition regulatorischen Eigenkapitals, Risikogewichtung für Assets und die Festlegung einer Eigenkapitalquote. Bei der Definition regulatorischen Eigenkapitals kann man hier unterscheiden zwischen dem Tier 1 Kapital, das ist das sogenannte Kernkapital, und dem Tier 2 Kapital, dem Ergänzungskapital. Bei der Risikogewichtung für Assets gibt es die sogenannten Risk-Weighted Assets, die in 5 Risikokategorien einzuteilen sind und demnach auch mit einer unterschiedlich hohen Besicherung zu hinterlegen sind. Und bei der Eigenkapitalquote wurde zunächst einmal festgelegt, 4% muss mindestens Tier 1 Kapital sein und mindestens 8% müssen insgesamt vorliegen, und das Ganze ist bemessen an der Summe der Risk-Weighted Assets. Die Basel I-Verordnung wurde 1996 noch einmal ergänzt, und zwar der Hintergrund ist, ursprünglich wurden nur risikogewichtete Aktiva bezogen auf das Kredit- und Ausfallrisiko in der Bankbilanz betrachtet, und es wurde keine Berücksichtigung von Kontrahentenrisiken, von Kontrahentenausfallrisiken oder von Kontrahenten unabhängiger Marktrisiken vorgenommen. Daher wurde eben in der Basel I-Ergänzung von 1996 eine Ergänzung vorgenommen, um eben Kontrahentenausfallrisiken, Zinsänderungsrisiken, Aktienpositions-, Währungs- und Rohstoffpreisrisiken sowie das Risiko aus dem Optionengeschäft. Und Sie sehen hier schon, dass der Risikobegriff hier systematisch erweitert und ausgedehnt wurde. Im Jahr 2006, was ist denn bis dahin passiert? Wir haben mal eine Dotcom-Krise gehabt und noch ein paar andere unschöne Ereignisse erlebt. In der Basel II-Verordnung von 2006 wurden Korrekturen von Schwachstellen vorgenommen, zum Beispiel Fehlallokationen und Fehler in der Säule 3. Was Sie beachten müssen, dass das operationelle Risiko hier noch keine Berücksichtigung gefunden hat, und es wurden allerdings weitere Felder, die weit über die Kapitalanforderungen hinausgehen, eingeführt, wie zum Beispiel Solidarität und Stabilität, die zur Stärkung des internationalen Banksystems dienlich sein sollen. Und es wurde offiziell das Drei-Säulen-System eingeführt sowie ein Standardansatz bei der Risikoberechnung, das ich Ihnen hier grafisch im Folgenden mal aufzeigen möchte. In folgender Grafik sehen Sie das Drei-Säulen-System nach der Basel II-Verordnung. Sie haben die erste Säule, das sind die Minimum-Kapitalanforderungen. Dann haben Sie den Aufsichtsprozess und eben die Marktdisziplin. Das sind die drei Säulen, die hier festgeschrieben sind. Und die Minimum-Kapital-Requirements werden eben gestützt durch das Marktrisiko des Handelsbuches, das operationelle Risiko und eben die Kreditrisiken im Bankbuch. Und so können Sie sich das ganze Modell vorstellen. Die Basel II-Verordnung wurde dann noch einmal erweitert, nachdem die Finanzkrise voll zu tragen gekommen ist im Jahr 2008. Und die Erweiterung erfolgt eben aufgrund der Lehman-Pleite im Hinblick auf die Verbriefungen, auf die Subprime-Mortgages, die da
mehr oder minder sinnvoll durch die Gegend geschoben wurden. Das lasse ich jetzt auch einfach unkommentiert stehen. Da gibt es genug Videos und Dokumentationen, was in der Finanzkrise 2008 eigentlich passiert ist. Worauf ich hier eingehen möchte, in der Basel II-Verordnung von 2009, es wurden alle drei Säulen angepasst, die ich Ihnen gerade eben gezeigt habe. Es wurden zusätzliche Kapitalanforderungen bei Zweitverbriefungen in Säule 1 festgeschrieben. Das bedeutet, gerade getrieben von der Subprime-Krise, dass eben Weiterverbriefungen stärker mit Kapital hinterlegt werden müssen. Es wurden weitreichende interne und externe Kontrollmechanismen im Hinblick auf die Risikokonzentration in Säule 2 eingeführt, sowie die Einführung von Stresstests angeordnet, sage ich mal, und eben höhere Offenlegungsanforderungen in Säule 3. Beispielsweise Risikoprofile, die sollten Sie kennen, wenn Sie sich ein Depot eröffnen oder selber Aktien kaufen wollen, dann werden Sie erstmal eingestuft, ob Sie denn die nötige Erfahrung, Liquidität und Risikoaffinität besitzen, gewisse Produkte akquirieren zu dürfen. Nun, das Letzte, was die Bankenwelt etwas umgerührt hat, sage ich mal, war die Basel III-Verordnung aus dem Jahr 2013. Hier wurden weitere tiefgreifende Änderungen, welche Banken weniger anfällig gegenüber von Schocks, Stress und Krisen machen sollen, eingeführt. Und Ziel war es hier, die Ansteckungsgefahr zu reduzieren, nicht nur das Banküberleben zu sichern. Die Basel II-Verordnung von 2009 war natürlich sehr getrieben von der aktuellen Finanzkrise und die Basel III-Verordnung diente halt hierzu, aus Aufsichtssicht nachzujustieren und die Ansteckungsgefahren zwischen Ländern und Bankensystemen zu reduzieren. Und nicht, und das ist hier die Betonung, nicht das Banküberleben zu sichern. Und daher differenziert man nun zwischen mikro- und makroprudentiellen Risiken und die Überführung durch die Europäische Kommission in europäisches Gesetzestext wurde hier eben auch vorgenommen. Und aus dieser Basel III-Verordnung, die in europäisches Gesetzestext überführt werden musste, entstanden die Capital Requirements Directive 4, also die CRD 4, und die Capital Requirements Regulation, die CRR. Ich habe Ihnen hier nochmal ein Bild mitgebracht, wo man sich das ansehen kann, wie die EU-Gesetzgebung denn aussieht, am Beispiel der CRR und der CRD4. Also Sie sehen hier, dass dieser Basler Ausschuss Guidelines veröffentlicht, die der EU-Kommission vorgelegt werden, die dann aufs europäische Level runtergebrochen werden. Bei der CRR ist es so, dass die direkt umzusetzen ist, auch auf nationales Level. Und bei der CRD4 muss das erste noch im nationalen Recht eingebracht werden. Deswegen steht hier unten noch ein Kästchen mit National Law. Das bedeutet, dass es in Deutschland ein extra Gesetz geben muss, was eben diese CRD4 auf europäischer Ebene umsetzt. Ich habe Ihnen hier nochmal ein Bild mitgebracht, wie sich denn jetzt nun die Kapitalausstattung gemäß Basel III mit antizyklischem Kapitalpuffer ausgestaltet, damit Sie sich das auch mal grafisch vorstellen können. Ich denke, Basel I ist noch relativ einleuchtend. Wir haben hier ein Kernkapital, das ist das Tier 1 Kapital, auf das die Bank jederzeit Zugriff hat. Da haben wir ein hartes Kernkapital und ein zusätzlich weiches Kernkapital von jeweils 2%. Und wir haben eben das Ergänzungskapital, das sind zum Beispiel nicht realisierte Gewinne aus Aktien. Und da ist der Zugriff etwas eingeschränkt, aber hier liegen wir bei 8%. Mit Basel III, wenn wir uns das ansehen, sehen wir, dass das harte Kernkapital des Tier 1 schon mal um mehr wie das Doppelte angestiegen ist. Hier sind wir jetzt bei 4,5%. Wir haben 1,5% zusätzliches weiches Kernkapital. Die Tier 2 Kapitalanteile sind etwas zurückgegangen. Dafür wurden jetzt hier Kapitalerhaltungspuffer von 2,5% und ein antizyklischer Kapitalpuffer, der variabel ausgestaltet werden kann, eingeführt, um eben auf gewisse Situationen flexibler aus Aufsichtssicht reagieren zu können. Und hier landen wir bei insgesamt 13% Eigenkapital. Das heißt, Sie sehen, dass die Kapitalanforderungen zwischen Basel I und Basel III schon deutlich komplexer und deutlich angestiegen sind. Sie müssen natürlich auch bedenken, dass hier aus Aufsichtssicht natürlich mehrere Finanzkrisen und Bankenpleiten dazwischen liegen. Und nun kommen wir doch mal zur Umsetzung der CRD4 in Deutschland, um die Kurzgeschichte fortzuführen. Hier mussten natürlich, um die CRD4 zu ratifizieren, eigene Gesetze umgeschrieben werden und angepasst werden. Darunter fallen zum Beispiel die Solvabilitätsverordnung, die Liquiditätsverordnung, die Groß- und Millionenkreditverordnung, die GROMIC-KV
Die Finanzinformationsverordnung, die Institutsvergütungsverordnung und die Prüfberichtsverordnung natürlich auch, weil dann die Wirtschaftsprüfer und alle anderen Jahresabschlussprüfer, sonstige Prüfer anders prüfen und andere Dinge beachten müssen und auch können dürfen. Worin endet das jetzt? Wir haben inzwischen die sogenannte Basel IV-Verordnung aus dem Jahr 2017. Und Basel IV führt hier eben neue Standards ein, nach denen die Banken ihre Kapitalanforderungen berechnen müssen. Zunächst einmal ab 2022 50% und ab 2027 72,5%. Und hier ist es so, dass eine standardisierte Untergrenze der Risk-Weighted Assets so, dass die Kapitalanforderungen immer mindestens 72,5% der Anforderungen des Standardansatzes, das ist der Output Floor, betragen müssen. Ja, und eine gleichzeitige Verminderung von standardisierten Risikogewichten für risikoarme Hypothekendarlehen wird hier festgelegt, um wahrscheinlich das Ganze hier etwas auszugleichen. Aber Sie merken schon, dass die Anforderungen sehr, sehr strikt sind und viel, viel größer und höher und noch stringenter werden und die Aufsichtsflut jetzt nicht unbedingt abgeebbt ist. Des Weiteren, es gelten noch weitere Anforderungen, zum Beispiel die Aufforderung der Banken, höhere maximale Leverage-Quoten zu erreichen. Und eine höhere Leverage-Quote für die Global Systematically Important Banks, also die GSIBs, das sind die großen systemrelevanten Banken, wurde ebenfalls festgelegt. Und hier ist es so, wobei die Erhöhung 50% der risikobereinigten Kapitalquote entsprechen muss und detaillierte Offenlegung der Reserven und anderer Finanzstatistiken wurde hier ebenfalls beschlossen. Also Sie sehen, das schöne Leben in den Banken ist vorbei. Also die Regulatorik greift hier schon sehr tief und sehr weitreichend ein. Und wir sehen, dass das alles kein, ich nenne es jetzt mal umgangssprachlich, Pappenstiel mehr ist. Also die Bankenregulatorik mit Basel 1 bis 4 ist sehr umfassend und ich werde Ihnen im Folgenden mal noch ein Bild zeigen, indem Sie das in Gänze mal sehen können. Wir haben hier oben die EBA, dann haben wir den SSM, dann haben wir die SSM-Aufgaben, das Bankenkomitee, die Expertengruppen und dann haben wir das mal in drei Teile geteilt und zwar in die Kernbankenaufgaben, in die Banking Resolution und die Cross-Sectoral-Bereiche und da sehen Sie die ganzen Direktiven und Beschlüsse, die eine Bank eben umsetzen muss, auch nochmal schön in einem Bildchen dargestellt. Ich werde jetzt hier nicht mehr in die Details eingehen, das können Sie sich mal in Ruhe selbst ansehen. Es geht mir nur darum, dass Sie mal einen Überblick bekommen, was es denn bedeutet, Bank zu sein. Was ich Ihnen hier noch zeigen will, nachdem die Vorlesung ja unter Algorithmen und Handel läuft, ist, wie das Review des Trading Books denn eigentlich aussieht. Wie sieht denn das Anlage- und Handelsbuch eben aus nach Säule 1 der Kapitalanforderungen? Ich habe ja gesagt, für die Risk-Weighted Assets wurde ein Standardansatz in der Risikobewertung beschlossen, den sehen Sie hier in blau. Und da gibt es einen sensitivitätsbasierten Ansatz zur Messung linearer und nichtlinearer Risiken. Es wird eine Ausfallrisikokomponente berechnet und ein pauschaler Zuschlag, der eben on top gepackt wird, also ein Residual Risk Add-on. Und für kleinere Banken gibt es eben hier einen simplifizierten Ansatz, der gefahren werden kann. Und demgegenüber stand aber für jede Bank, die ein Risikomanagement betrieben hat, der interne Modellansatz, wo eben der Expected Shortfall, Ausfallkomponenten und nicht modellierbare Risikofaktoren abgebildet werden. Und das Ganze wurde eben in der EU gestaffelt eingeführt und ist eben der interne Modellabsatz ab 2023 meldepflichtig und eben der Standardansatz ab 2020. Das heißt, Sie hatten als Bank, wenn Sie jetzt kein ausdifferenziertes Risikomanagement auf sehr hoher fachlicher Ebene hatten erst einmal das Problem, dass Sie das Ganze hier mal implementieren und umsetzen mussten. Und wir haben bisher viel dazu gehört, was die Aufsicht denn alles möchte, was denn reguliert wurde und wir haben uns aber noch nicht mit der Kehrseite der Bankenaufsicht befasst, nämlich, dass salopp gesprochen wir eigentlich kein Privatkundengeschäft mehr haben, was beaufsichtigt wird, sondern wir haben eine Aufsichtsbehörde, wo noch ein bisschen Privatkundengeschäft dranhängt. Darüber kann man sich jetzt betrefflich streiten, aber ich werde das Ganze jetzt einfach mal an ein paar Zahlen festmachen, damit Sie sehen, dass diese ganzen provokativen Aussagen, die ich hier geäußert habe mit Regulierungsflut und dass wir eigentlich nur noch eine Aufsichtsbehörde in den Banken haben mit ein bisschen Kundengeschäft, dass man darüber durchaus diskutieren kann, ob wir uns schon im Bereich der Überregulierung befinden und ob das alles zu viel des Guten ist oder angemessen.
Und dazu möchte ich Ihnen jetzt noch einige Zahlen zeigen. So, wir befassen uns jetzt erst nämlich mal noch mit den operativen Kosten der Regulierung. Es ist nämlich nicht nur so, dass eine Bankenaufsicht sagt, ich möchte das jetzt haben. Aus Sicht der Aufsicht ist das natürlich super, weil ich schön aufbereitete Zahlen und Meldungen zurückbekomme auf einem Silbertablett, weil ich sonst den Holzhammer rausholen kann. Aber für eine Bank ist das erstmal so, ich muss das ja umsetzen, ich muss das implementieren, ich muss das systemisch umsetzen, ich muss meine Leute schulen, ich brauche überhaupt erst einmal Personal, was das Ganze denn abbilden kann, das kostet natürlich alles Geld. Wir betrachten uns jetzt hier einfach mal die operativen Kosten der Regulierung, die Umsetzung aufsichtlicher Anforderungen, die Anteile am Projektbudget einzelner Fachbereiche. Das bedeutet, das ist noch nicht mal auf Gesamtbankebene hochgebrochen, sondern das ist runtergebrochen auf die einzelnen Abteilungen, auf die einzelnen Projektbudgetanteile. Wir können einmal sehen, wir haben ja das Risikocontrolling, wir haben Compliance, interne Revisionsrechnungswesen und die IT. Und wir können durchaus sehen, im Schnitt ist es circa die Hälfte bis ein Drittel des Budgets eines Fachbereiches, was für Regulierung geblockt ist. Für diejenigen von Ihnen, die noch kein Projekt geleitet haben, sagen wir mal, Sie bekommen für das Geschäftsjahr 2020 ein Budget von mir als Bank und die Hälfte davon brauchen Sie allein schon mal, um Aufsichtswerke auszufüllen und dann mit dem Rest müssen Sie sich um Ihre Kunden und um Ihre eigentlichen Aufgaben kümmern. Das ist eigentlich schon mal eine Ansage. Also Sie sehen, dass die Regulierung einen sehr, sehr hohen Kostenfaktor darstellt und Sie sehen auch, dass wir hier im Bereich bis 2015 sind, da sind die neuen IT-Regulierungen und die Basel IV-Anforderungen noch gar nicht mit dabei. Was kostet es jetzt denn, eine Bank insgesamt diese Regulierungsanforderungen umzusetzen? Und da sprechen wir von knappen 5 Milliarden Euro. Für 5 Milliarden Euro sind Sie in Europa schon eine systemrelevante Bank und Sie verstehen, denke ich, auch sicher, warum ich diese Aussage getroffen habe, eine Bank ist inzwischen eine Regulierungsbehörde mit ein bisschen Privatkundengeschäft. Wenn Sie sich überlegen, dass die Kreditinstitute in Deutschland in Summe 5 Milliarden Euro in diesem Zeitraum aufbringen müssen, um der Regulierung gerecht zu werden, dafür kann man auch schon fast eine systemrelevante Superbank gründen. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen mehr in Details gehen. Was ist denn der Einfluss bzw. der Anpassungsbedarf aus den einzelnen Regularien in Bezug auf die Geschäftsorganisation, also auf die Ablauf- und Aufbauorganisation einer Bank? Wir sehen die MA-Risk, auf die kommen wir später noch ein bisschen zu sprechen. Das sind neue Regelungen zur Risikodarstellung. Hier sehen Sie, passiert einiges und ich werde das jetzt nicht im Detail aufdröseln, aber Sie sehen, dass die CRD IV und die CRR-Regulierungen aus der Basel III, die wir hier gesehen haben, schon einen sehr großen und sehr starken Einfluss haben, genauso wie die Prüfungen nach 44 KWG. Die Paragraph 44 KWG kann man etwas böse ausgedrückt als verschärfte IT-Sonderprüfungen der Bankenaufsicht darstellen. Da kommen wir später im zweiten Teil dieser Vorlesung noch darauf zu sprechen, was denn IT-Regulierung bedeutet für eine Bank. Wir haben noch die Neuerung nach IFRS und wir haben die Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, was sehr große Anpassungsbedarfe hervorruft. Und ich habe hier nochmal den Einfluss bzw. den Anpassungsbedarf aus einzelnen Regularien auf das Geschäftsmodell einer Bank an sich aufgeführt. Und hier sehen wir auch, dass die IT-Prüfungen, dass die EMIR-Verordnungen und die CRD IV und die CRR sich in einer Bank sehr hoch durchschlagen. Also die ganzen Kurzgeschichten über Basel 1 bis 4 schlagen sich in den Banken nieder und Sie können sich natürlich vorstellen, wenn Sie Ihre ganze Bank umstrukturieren müssen, um aufsichtsrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden, dass das natürlich nicht umsonst passiert und dass ich auch keine Rückerstattung der Bankenaufsichtsbehörden bekomme, ist natürlich klar. Und in diesem Sinne möchte ich den ersten Teil dieser Veranstaltung beenden und wir fahren im zweiten Teil dieser Veranstaltung fort, indem wir uns mehr um die IT-Seite der Regulierung in Banken kümmern werden. Bis dahin, alles Gute!